Und herzlich willkommen zum Eckstein In und Out! Auf euch wartet heute ein spannender Abend mit viel Musik, Witz und interessanten Erlebnissen. An meiner Seite moderiert heute Fanti! Und mit mir auf der Bühne steht heute Paul! Ihr habt sicher schon die In- und Out-Themenchen entdeckt. Sie haben eine sehr wichtige Funktion heute. Aber haut sie bitte nicht euren Nachbarn um die Ohren. Sondern behandelt sie bitte mit Sorgfalt. Mit diesem Täfelchen könnt ihr heute abstimmen über In und Out. Und damit ihr mal einen ungefähren Eindruck bekommt, wie das ablaufen wird, zeige ich euch jetzt mal einen Film. Wir sind hier jetzt bei einem kleinen Experiment, denn es gibt ja an unserer Schule jedes Jahr, hier an diesem wunderbaren, an diesem Gymnasium, gibt es ja auch immer wieder neue siebte Klassen. Und Frischfleisch sozusagen, was dann im Laufe der Jahre verwurstet wird bis hin zum Abitur. Tja. Wir checken mal, inwiefern Sie wissen, was momentan eigentlich so alles in und out ist, ja? Weil das ist ja unser Thema bei Eckstein, ja? Hat er nicht gemerkt, ja? Ja, ist das jetzt. So, was ist in und was ist out? Sondern ihr dürft natürlich eure Täfelchen benutzen, die wir euch extra zur Verfügung stellen. Also versuchen wir das gleich einmal. Wenn ihr es cool findet und es wirklich in ist, dürft ihr gerne jubeln. Und wenn es out ist, dürft ihr auch gerne buchen. Also fühlt euch frei. Wie sieht's denn aus? Ist bunte Kleidung in oder out? Ich denke, das ist ein eindeutiges In. Sind Nokia-Handys in oder out? Ja, also es sieht heute sehr bunt aus. Ich entscheide mich beim Unentschieden. Wie sieht es denn aus? Sind Stiefel in oder out? Ja, ich glaube, die Mädels haben gewonnen. Ist es in? Ist laute Musik in oder out? Ich glaube, es ist. Ja, das klappt doch schon ganz gut. Mal sehen, wie es nachher aussieht. Bitte legt jetzt die Täfelchen unter eure Stühle, damit diese gemeinen Täfelchen euch nicht ablenken können. Aber jetzt haben Paul und ich erstmal genug geredet. Denn jetzt kommt das, worauf ich alle schon die ganze Zeit gewartet habe. Denn hier ist jetzt eure Eckstein-Band!